Es ist Frühling, man will rausgehen und das Aprilwetter stattdessen. Bitte nimm immer Folgendes mit: eine Sonnenbrille, Schal, dicken Mantel, Allergienasenspray, einen Regenschirm, Flipflops, eine Rettungsdecke, Bikini, Taschenwärmer, Sonnenschutz, Thermounterwäsche, Gummistiefel und einen Ritterschild, falls es hagelt. Da sind wir Filmnerds lieber ganz gleich zu Hause geblieben bei diesem Aprilwetter und haben ein paar neue Filmgeheimtipps für euch angeschaut. Und eines davon ist Riddle of Fire, davon wollen wir jetzt berichten. Und hier mit diesem Film gibt's die volle Dosis Wohlfilmkino. Aber seht selbst. Riddle of Fire von Weston Rasoli ist ein beeindruckendes filmisches Debüt, das wie ein nostalgischer Rückblick auf eine Kindheit wirkt, in der sich die Welten von Vintage-Abenteuerfilmen à la Stand By Me und Die Goonies harmonisch mit dem modernen Flair der PlayStation vermischen. Die Leinwand wird dabei zum Fenster in einer Zeit, in der 16mm-Film das Medium der Wahl war. Eine Entscheidung, die dem Film eine einzigartige, zeitlose Qualität verleiht. Und das Setting des Films, eingebettet in einem geheimnisvollen Wald, verzaubert die Zuschauer mit jeder Einstellung. Die Farbpalette, bestehend aus verbrannten Orange und entsättigten Grün, trägt dazu bei, eine verträumte Atmosphäre zu schaffen, die den Zuschauer gleichzeitig in die Vergangenheit entführt und doch zeitlos wirkt. Die Filmmusik mit ihrem volkstümlichen Touch ist ein weiteres Highlight. Sie schafft eine emotionale Verbindung zum Geschehen auf die Leinwand und verstärkt die märchenhafte Stimmung des Films. Es ist, als würde die Musik selbst Teil der erzählten Geschichte werden, und Rasoli beweist sein Können, indem er geschickt Märchenelemente, Magie und Realität miteinander verwebt. Diese harmonische Verschmelzung fängt perfekt die kindliche Vorstellungskraft ein, die oft so lebendig und grenzenlos ist, als ob die Grenzen zwischen Realität und Fiktion fließend verschwimmen. Der Film verleiht selbst den einfachsten Alltagsaufgaben so einen epischen Anstrich, als würden sie zu einer unvergesslichen Quest werden. Und hier wird dann die kindliche Perspektive auf die Welt zelebriert, als ob man einen Abstecher in die eigene Vorstellungskraft unternimmt oder vielleicht sogar auf so einem Schwammerltrip ist. Eine Reise, die sowohl zauberhaft als auch sehr humorvoll ist, also ich musste da teilweise Tränen lachen. Und Riddle of Fire ist somit nicht nur ein filmisches Werk, sondern vor allem eine nostalgische Zeitreise, die den Zuschauer in eine Welt entführt, in der die Magie der Kindheit und die Kraft der Vorstellungskraft die Hauptrolle spielen. Rasoli hat hier eine wundervolle Symphonie aus Nostalgie, Magie und Humor geschaffen, die das Herz berührt und den Geist beflügelt.